So, dann wünsche ich euch zum zweiten Mal einen schönen guten Abend. Und ja, genau, danke Flo. Hm? Eröffne hiermit die Aufstellungsversammlung für die Bezirkstagswahl 2013 für den Stimmkreis 103. Irgendjemand hat mich gerade Versammlungsleiter vorgeschlagen. Seid ihr einverstanden? Ja, danke. Orange haben wir jetzt übrigens. Ja, wir brauchen Geschäftsordnung, Wahlordnung. Wurde vorab veröffentlicht, ist die gleiche wie vorher. Ist kein Unterschied. Seid ihr einverstanden? Gut. Wenn jemand gegenstimmt hat, schreien. Öffentlichkeit ist in Ordnung. Streaming ebenfalls. Gegenstimmen? Okay. Dann brauchen wir einen Wahlleiter. Ich schlage den Markus vor. Wahlleiter, Markus? Gegenstimmen? Danke, Markus, du hast den Job. Wir brauchen einen Protokollführer. Ich schlage schon wieder Markus vor. Danke, Gegenstimmen? Okay. Das ist nicht der Fall. Wir brauchen einen Wahlhelfer. Wer möchte Wahlhelfer werden? Holger, du hast den Job. Wenn alle einverstanden sind, danke. Gegenstimmen? Danke. Wir brauchen zwei Zeugen, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung und die geheime und gleiche Wahl bestätigen. Rudi, Volker, einverstanden mit den Zeugen? Gibt es Gegenstimmen, Ablehnung der Zeugen? Ihr habt den Job. Wir würden gerne die Redezeit für die Kandidaten begrenzen auf 10 Minuten. Besteht Einverständnis? Danke. Gegenstimmen? Nein. Okay, die Redezeit ist begrenzt auf 10 Minuten und damit darf ich die Kandidaten zur Bühne bitten. Oder zu mir. Also die Jungfrau Kindnummer habe ich nie geschafft, aber vom zufriedenen Verwaltungspiraten hierher zu kommen, dann irgendwie schon. Okay, gibt es weitere Kandidaten? Okay. Kommt doch bitte, kommt doch bitte. Okay. Also mein Name ist Marion Ellen, auf Twitter M-Pirat 1. Ich bin seit April 2012 bei den Piraten, habe mich jetzt nicht vorbereitet, auf mich hier aufstellen zu lassen. Aber ich habe diese komische Angewohnheit, wenn keiner etwas macht, dass ich es dann mache. Das hat mir, um euch wenigstens ein bisschen was über mich zu erzählen, also von Klassensprecher bis Betrieb, also ich war Betriebsrätin bereits im ersten Ausbildungsjahr, aber auch nur, weil ich vorher über den Betriebsrat geschimpft habe. Und dann kam man auf mich zu und fragte, ja, machst du es? Und ich sage, oh. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Dann wurde ich eben als ausgebildete Betriebsrätin. Dann bin ich jetzt vor 12 Jahren nach München gezogen. Und wie gesagt, also dieses hier mit dem Job schreien war dann auch relativ oft. Also ich habe hier rein Wahlhelfer dann auch schon gemacht. Beziehungsweise als mir angetragen wurde, Chefin beim Landgericht München 1 zu werden, habe ich auch diesen Job gemacht. Ja, was kann ich euch sonst? Also Bezirkstag, wahnsinnig viele Informationen habe ich nicht, außer dass der Bereich Psychiatrie bzw. die Eingliederung von Behinderten bzw. diese Hilfe dafür mir jetzt nicht ganz fremd ist und auch nicht unbedingt die Sorgen und Nöte von denen. All die, weil ich einige im Bekanntenkreis habe, die auf diesen Unterstützung oder was angewiesen sind oder die da Bedarf hätten oder haben wollen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht so wirklich was ich euch noch zu mir erzählen könnte. Deswegen schließe ich und wenn ihr Fragen habt. Danke. Dann eröffne
herzlich mit der Fragerunde. Weißt du, wer in den anderen beiden Kreisen kandidiert? Bitte? Weißt du, wer in den bis jetzt gewählten Kreisen kandidiert für den Bezirkstag? Nein. Also beziehungsweise ich weiß nur die Sachen, wo ich jetzt hier zugeguckt habe, wer bei den Piraten kandidiert, sonst weiß ich nicht. Ja, die meinte ich, ob du die beiden nennen kannst, die schon feststehen. Ich weiß, schon feststehen, genau. Die Gabi kenne ich, die der Gewählte wurde, und der Herbert kenne ich auch. Also jetzt die beiden, da habe ich es aktiv verfolgt. Du hast nicht gesagt, was du arbeitest. Geht es mit deiner Arbeitszeit erstens klar, jetzt den Wahlkampf zu machen, spontan? Zweitens, dann im Bezirkstag zu sitzen, wie viel Zeit möchtest du dir da nehmen? Das ist kein Vollzeitjob, sage ich gleich, aber wie viel Zeit würdest du dir da nehmen? Also ich beziehe eine Erwerbsminderungsrente und arbeite auf 450-Euro-Basis. Das heißt, ich habe von daher Zeit genug und ich bin gelernte Industriekauffrau. Martin. Bist du im Verwaltungsteam mit hier bei den Piraten? Ja. Was ich noch nicht weiß, wie bist du zu den Piraten gekommen? Und zwar, das war im April, beziehungsweise es war schon ein bisschen vorher, eben bei den Wahlen 2009. Da habe ich Wahlhelfer eben in meinem Bereich gemacht. Und also jetzt in meinem Auszählungsbereich. Und da waren damals schon so viele Stimmen für die Piraten, dass ich mich gewundert hatte. Und dachte, naja, dann kann es so eine reine Spaßpartei wie die Biertrinkerpartei nicht sein. Das war das erste Mal, wo ich es im Kopf hatte. Und dann war es im April oder im März, April, dass es sich häufte, dass die Berichterstattung über die Piraten eigentlich negativ war, während aber gleichzeitig berichtet wurde, dass sie einen wahnsinnigen Zulauf hätten. Das habe ich nicht verstanden. Und dann bin ich an einem Freitag zum Stammtisch gegangen in Wendlinger. Am Samstag war ich auf der Infoveranstaltung. Am Montag habe ich den Antrag unterschrieben, beziehungsweise ausgefüllt. Und Pirat bin ich eigentlich eher geworden, weil ich eben neben diesen, ich möchte gerne einen Job, wenn keiner ihn macht oder so, auch so einen kleinen Gerechtigkeitstick habe. Und so, dass ich schon dazu neige, was weiß ich, bestimmte Schuhe dann andauernd aufzuheben. Aber ich hoffe dann, dass ich doch mehr D'Artagnan als Don Quixote bin. Und deswegen, und dieser Gerechtigkeitstick, fand ich, passte ganz gut mit dem zusammen, was ich dann seinerzeit gelesen habe. Hat sich jetzt auch bisher bewahrheitet, jetzt bei meinen Ansprüchen. Ja, ich kann immer Fragen stellen. Hey. Jetzt ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir reinkommen. Auch du könntest ja durchaus gewählt werden. Dann im Bezirkstag, jetzt nicht nur heute. Welchen Bereich innerhalb des Bezirkstags könntest du dir denn vorstellen, dich da zu engagieren? Da wäre es tatsächlich Psychiatrie. Und welche Vorkenntnisse hast du dadurch, beziehungsweise wie hast du dich auch in der Partei bisher in diesen Bereichen eingebracht? Also in den Bereichen jetzt in der Partei, ich hab kein spezielles Steckenpferd gefunden. Also ich hätte erst gedacht, ich würde eine AG finden, die irgendwie im sozialen Bereich wäre. Und dann habe ich gedacht, nee, also eigentlich geht es mir um das große Ganze. Es geht mir darum, dass die Piraten an sich was verändern, und es gibt in zig oder in den Gebieten genügend Leute von euch, die es besser wissen als ich. Ich habe ein relativ gutes Allgemeinwissen, aber Spezialist wüsste ich jetzt nicht, dass ich auf einem Gebiet bin. Und deswegen habe ich jetzt Verwaltung oder wo auch immer jetzt mal, was war bei diesem ersten Sonar-TV-Aufzeichnung oder Infoständen, habe ich mich da dann versucht zu engagieren, beziehungsweise habe dann festgestellt, dass es vielleicht auch eine gute Idee ist, wenn sich die Verwaltungspiraten mit der AG Basis vernetzen, und habe da dann die letzten Male mitgemacht. Ja, ich stelle mir einfach nur die Frage, weil du noch nicht so lange dabei bist. Es gibt ja so ein paar Dinge, die durch die komplette Partei ziehen, die sozusagen Konsens sind. Es gibt auch ein paar umstrittene Themen, ein paar Themen, die mit 70% oder 60% angenommen worden sind. Aber jetzt so das Thema Transparenz zieht sich ja durch die komplette Partei. Was an diesem
politischen Veränderungsforderung ist für dich am wichtigsten? Was ist der wichtigste Aspekt, warum wir als Piraten Transparenz fordern für dich? Also dieser Transparenzgedanke deckt sich eben mit diesem Gerechtigkeitssinn von mir. Ich kann diese Kungelei im Hintergrund nicht leiden. Ich kann nicht leiden, wenn es darum geht, nicht darum geht, was ist das Beste, sondern was ist das Beste für mich. Also jetzt beispielsweise auch die Geschichte mit der Praxisgebühr. Und ich bin etwas nervös, die Praxisgebühr und das Betreuungsgeld, wo beide gesagt haben, nee, also eigentlich ist uns das zu teuer, und dann handeln sie was aus und zusammen ist es dann plötzlich, machen sie beides und dann ist es dann plötzlich gut für unser Land. Also das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was das soll. Und das ist es eben, dass ich diese, und auch diese Absprachen, die eben im Pharmabereich funktionieren, also warum zahlt wir in Deutschland die höchsten Medikamentenpreise, nur weil diese Lobby so hoch ist, so groß ist. Und das ist eben etwas, was ich im Bereich Transparenz gerne verändern würde. Oder beziehungsweise, was, das kann ich auf dem Bezirkstag nicht, das kann ich also, das war jetzt so der Gedanke. Nur zur Erklärung, warum ich das eigentlich ja. Es gibt quasi zwei Grundaspekte. Einmal, was du genannt hast, ist dieser eher negative Aspekt, also dass die Bürger den Politiker nicht mehr vertrauen. Und ich persönlich habe eher diesen positiven Aspekt, dass durch Transparenz das Bürgerbeteiligung ermöglicht wird. Aber das ist halt eine persönliche Auffassung. Also ich denke, dass die dass der Bürger an sich, glaube ich, jetzt auch von einem Bezirkstag nicht sonderlich viel weiß. Und wenn wir das transportieren könnten, ich glaube, ich habe irgendwo was gelesen, von wo mal eben überlegt wird, hier eine Bürgersprechstunde dann einzurichten und eventuell mit einem Stream oder was, wenn das jetzt keine Personendaten betrifft, wäre vielleicht eine nette Idee, diese Arbeit mal ein bisschen hervorzuheben. Okay, wie schön. Hast du dich mit dem oberbayerischen Programm schon mal auseinandergesetzt? Irgendwie kannst du einen Punkt daraus nennen? Es gibt, glaube ich, bloß zwei oder drei. Nein. Also ich habe das Grundsatzprogramm gelesen. Ich bin jetzt dabei, diese 1464 Seiten für Bochum zu lesen. Und also da... Wow. Also, da, wo ich dann in meinem PDF-Dateien versuche... Okay, ich frage es anders. Angenommen, wir haben ein bayerisches Volksmusikarchiv in Oberbayern. Ja. Was machen wir damit? Was fangen wir damit an? Hast du eine Vorstellung, was das, es gehen könnte? Ich glaube, da würde ich die Maibaum und Tuba fragen, weil die da sicherlich versiert sind. So, Bambert. Jawohl. Kannst du auflösen oder kennt ihr es? Ja. In unserem Programm steht, das Bayerische Volksmusikarchiv öffentlich zu machen. Hat mit Urheberrecht zu tun, ist aber ein oberbayerisches Programm. Freier? Du sagst doch für Teil-EU und würdest dich überwiegend für im Teil im Gebiet der Psychiatrie dann überwiegend einsetzen. Wie stehst du zu dem Thema Reha vor Rente? Ich denke mal, das wäre ja dann wahrscheinlich das Gebiet, wo du dich dann ganz gut einbringen könntest. Also sagen wir mal so, ich bin seinerzeit... Gut, also bei mir waren besondere Ereignisse, warum es dann letztendlich zu meiner Berentung geführt hat. Aber grundsätzlich macht es vom Lebenskonzept her mehr Sinn und auch mehr Befriedigung, im Arbeitsprozess zu bleiben. Also von daher wäre ich auch lieber für eine Rente, Quatsch, für eine Reha und da dann eben auch die, aber es gibt zu wenig Angebote dafür, die gibt es halt nicht. Also ich kenne Leute, die sind wahnsinnig zufrieden mit diesem 1-Euro-Job, hätten natürlich nichts dagegen einzuwenden, wenn sie mehr Geld bekämen. Also deswegen wäre ich zum Beispiel auch dagegen, diese 1-Euro-Jobs komplett wegfallen zu lassen, weil ich weiß, dass diese Leute den Job wahnsinnig gerne machen. Und da wäre ich eben wesentlich mehr für eine Reha als eine Rente, aber wenn es nicht anders geht, dann, und derjenige es vor allen Dingen will. Genau. Ich fand das gerade eine sehr schöne Frage mit seinen Eltern von Hermann. Die Eltern von Hermann sind ja beide, was war die linke FDP? Na, sagen wir mal, die sind jetzt bei der FDP überzeugte Wähler und denen geht es besonders um ihre persönliche Freiheit und deswegen wählen die jetzt die Liberalen. Was würdest du denen denn sagen, wieso die Piraten eigentlich die bessere Partei sind?
Frage deine Eltern, ob sie zufrieden sind mit dem, was jetzt ist. Wenn sie das sind, können sie gerne die FDP weiterwählen. Wenn sie das nicht sind, sollten sie sich vielleicht doch gegenüber den Piraten öffnen und da vielleicht dann eben auch was rein Bürgerrecht und auch eben noch, was den sozialen Aspekt betrifft, sind sie dann vielleicht doch dann besser beraten. Ja, und was jetzt konkret? Das war meine Frage. Also dann wäre jetzt die Frage von dem, warum habt ihr die FDP gewählt? Also wenn es weiter Klientelpolitik ist, also wenn es weiterhin auch darum ginge, jetzt irgendwie die Hotels zu bevorzugen, dann muss ich passen, dann sind die Piraten nichts für deine Eltern. Also, sorry. Wenn Sie selber etwas mitgestalten wollen, dann herzlich willkommen bei den Piraten. Rudi? Also, was mich jetzt persönlich ein bisschen irritiert hat an deinen Antworten, war das mit dem 1-Euro-Job. Also, ja. Weil du sagst, du hast es also jetzt miterlebt mit dem 1-Euro-Job und es gibt viele Leute, die das vielleicht gerne tun. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich ein 1-Euro-Job jemand, der 30 Stunden in der Woche arbeitet oder 40 Stunden und eigentlich trotzdem aus dem Erwerbsleben draußen ist. Also das ist für mich ein Zustand, der nicht tragbar ist und der ja eigentlich zu bekämpfen ist. Und, den hatte ich auch überhaupt nicht gemacht. Meinte ein anderer. Aber ich warte auf deine Frage. Wie meintest du? Meintest du einen anderen? Ja, also beziehungsweise ich meine keineswegs die Stellen, die 1-Euro-Jobs, die vom Arbeitscenter vorgeschlagen werden, sondern es gibt ja nicht nur einen zweiten Arbeitsmarkt, es gibt auch einen dritten. Und da sind eben viele, und auch vor allem auch psychisch Kranke, die entweder Ewigkeiten aus dem Job raus sind oder eben noch nie drin waren. Und da sind diese 1-Euro-Jobs, die sind auch tatsächlich nicht dazu gedacht, dass sie irgendjemanden den Job wegnehmen, wie es bei den anderen 1-Euro-Jobs der Fall ist. Und da gibt es verschiedene Einrichtungen, was nicht der Weiße Rabe, das Frauentherapiezentrum, wo die Leute, oder Schreinereien, wo eben Behinderte dort arbeiten können, wo sie eben sonst nie einen Job bekommen würden. Und die können sich dort ausprobieren. Ist es überhaupt was? Also sie haben eben dort die Freiheit zu gucken, kann ich überhaupt arbeiten? Will ich das? Will ich es im körperlichen Bereich, also will ich jetzt schreinern oder will ich die Verwaltung machen? Und ausschließlich in dem Bereich würde ich es eben begrüßen, wenn diese Stellen allerdings schon durchaus besser belohnt, also entlohnt werden, vielleicht kann man ja auch noch, keine Ahnung, wenn es die rechtlichen Möglichkeiten jetzt nicht hergeben, vielleicht kann man noch irgendwie Weihnachtsgeld oder Anerkennungsleistung, also mehr als diese 10 Euro Leistungsrente da, Leistungslebensrente machen. Aber da weiß ich, dass manchen von denen, dass die glücklich sind, überhaupt ein niederschwelliges Angebot, also dass sie reinkommen, das meine ich niederschwellig, also sich auf dem zweiten Arbeitsmarkt auch nur zu bewerben, ist für manche zu viel. Und da sind ja auch Betreuer, Sozialpädagogen, also das ist nicht der normale Arbeitsmarkt. Und da weiß ich, wären die Leute ziemlich traurig, wenn sie diese Möglichkeit nicht mehr hätten. Über die Entlohnung müsste man auf alle Fälle mal reden. So, ob es da nicht wirklich andere Möglichkeit gäbe. Weil aktuell kriegen sie die Fahrkarte und eben 1 Euro, aber die arbeiten auch keine 30 Stunden. Michelle? Warst du schon mal in irgendwelchen anderen Parteien? Nein. Niemals nicht. Na ja. Pfui. Sagt der Begriff persönliches Budget was? Und wenn ja, wie stehst du dazu? Nein, sagt mir jetzt in dem Bereich nicht, nein. Also persönliches Budget ist genau wie bei Reha-Patienten und so weiter, dass die als ein persönliches Budget gemessen an dem, was sie sich als Wiedereingliederung wünschen, zur Verfügung gestellt kriegen und frei darüber verfügen zu können, weil sie soll ja nicht als quasi Behinderte, als Abhängige behandelt werden. Und das gibt es zwar per se, aber es wird immer noch zu wenig durchgeführt und das wäre schön, wenn dann jemand vom Bezirkstag sagen würde, das muss forciert werden, das ist noch viel zu wenig. Nee, deswegen meine ich jetzt eben, also ich, das war mir jetzt unbekannt, aber es ist ja nicht nur eine Leistung von denen, die sie jetzt quasi in dem Job für die Gesellschaft täten oder was sie jetzt irgendwas herstellen oder verwalten, sondern ist ja eine Leistung, dass sie es überhaupt auf sich nehmen und versuchen zu arbeiten und reinzukommen.
Und das, finde ich, ist sicherlich allemal mehr wert als 1 Euro. Und da wäre eben mein Wunsch, wenn man dann nicht noch wenigstens, wenn es jetzt aktuell so nicht möglich ist, ob man nicht eine Sondergratifikation machen kann, die vor allen Dingen dann auch nicht angerechnet wird. Okay. Sonst macht es keinen Sinn. Weitere Fragen? Benno? Kann man davon ausgehen, dass du dann bis zur Bezirkstagswahl auch regelmäßig die AD-Bezirkspolitik Oberbayern besuchen willst? Sofern es aber ja wünscht ist, ja. Ja, da wird die Bezirkspolitik gemacht. Naja, also ich wollte jetzt keine bestehenden Strukturen sprengen, deswegen. Also, ihr seid da besser eingearbeitet als ich. Wir haben die One-Tag auf Lesen der Rednerliste. Ich noch hinten auch, ist okay. Haben wir da angenommen? Wer steht hier? Michael Knöpfe, kannst du. Ich stehe sie auch nicht stehen. Okay. Valet? Ja, also mit der AG-Bezirkspolitik, es ist auch so, dass wir, also ich kriege jetzt als Bezirksvorsitzender, gerne ein Bezirkswahlprogramm entwickeln möchten. Da ist die Struktur, also welche Themen definiert sind, relativ klar vorgegeben, weil so viele Bereiche gibt es ja. Und da ist halt wichtig, dass wir viele Leute motivieren können, eben da auch Anträge zu schreiben. Dieser Bezirksparteitag wird im Januar stattfinden. Und bis dahin brauchen wir halt diese Positionen. Positionspapiere bzw. Programmanträge. Und da würde ich mich halt freuen, wenn du daran schon mitwirkst. Sie macht alles mit, was du machst. Irgendwas musst du jetzt machen. Nein. Nee. Das ist ja während der Kandidatur immer die Sache. Ja? Wirst du dann bereit sein, das zu machen? Ja, okay, ich nage nicht darauf. Weil Nein sagen kannst du ja jetzt nicht. Okay, dann schließe ich hier mit der Fragerunde und übergebe an Markus. Ich habe euch kein einziges Mal eine Lose gebraucht. Ich brauche mir das an. Die Lose. Letztes Jahr haben Sie gehen können, vielleicht wäre ja jemand vorher gekommen. Ich habe beide Male gefragt. Kommen wir wieder zum Formellen. Möchte noch jemand anderes kandidieren oder einen anderen Kandidaten vorschlagen? Dann wäre das jetzt die letzte Chance dazu. Auch auf Marins Wunsch hin macht es niemand. Okay. Dann ist die Kandidatenliste offiziell jetzt geschlossen. Das Verfahren wird jetzt genauso ablaufen wie vorhin. Wir drucken gerade die Stimmzettel und die gibt es dann wieder hier vorne, wenn ihr eure Stimmkarte immer mitbringt. Und dann ist genauso wieder die Möglichkeit, mit Ja oder mit Nein anzukreuzen, je nachdem, ob ihr dafür seid oder dagegen, dass Marin Direktkandidatin für den Bezirkstag wird. Und, Marin. Wirf ihn was nach. Tut mir leid. Du, auf YouTube glaube ich auch in der Marin. Nur eine Frage außer der Reihe, die ja. Man stellen darf. Wie viele sind dann eigentlich Kandidaten für den Bezirk? Ein Direktkandidaten, es gibt auch eine Liste, oder? Ja. Die Direktkandidaten sind automatisch auf der Liste. Ja, okay. Insofern macht keine Liste ganz. Und außerhalb der Direktkandidatur eine weitere Person aufzustellen, würde nur dann Sinn machen, wenn wir erwarten, dass Direktkandidaten ihren Stimmkreis gewinnen. Und jetzt darfst du mich dann später nach meiner Meinung dazu fragen. Okay. Genau. Das ist nicht geil. Ansonsten. Gibt es noch Fragen zum Wahlverfahren? Okay. Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann. Okay, das Drucken dauert scheinbar noch etwas. Ich hatte nicht gerechnet, dass die Frage rund ist. Du bist dran, du musst einen Alleinunterhalter geben. Weltkümbi. Tanzt mit dem Flausch. Kennst du auch, dass es keine kritische Masse bildet? Okay, ich muss noch mehr. Du hast nur eins gedruckt, oder? Also, ich nutze jetzt die Gelegenheit, einen geliebten Aufruf an die Versammlung zu machen. Ihr alle wisst, wo der Kühlschrank steht. Ich hoffe, ihr wisst auch alle, was auf dem Kühlschrank steht. Da steht nämlich eine Dose, da kann man Geld reinwerfen. Und wer es noch nicht ausprobiert hat,
möchte es bei Gelegenheit nachholen. Das machen wir nicht. Also, ich gehe mal davon aus, die Ausstellung der Kasse und der Verkauf an Getränken ist nicht ganz harmonierend. Da gibt es eine Kluft dazwischen. Seid ihr mehr Geld ein? Seit wann? Nein, das ist ja tatsächlich jeder 1,50 Euro. Ja, aber so ist ja der Preiskalkulierung. Aber das ist ja der Grund, warum ich das. Das ist ja auch der Grund, warum man Spenden gemacht hat. Ja, das sind nur freiwillige Spenden. Die haben eigentlich gar nichts mit den Getränken zu tun. Ja, genau, ganz wichtig, ja. Ich finde es super, wie er sich selbst ohne darüber diskutieren zu müssen. Wenn man gestorben und geboren hatte, dann gibt sich da... Wir teilen den Stimmzettel aus. Wer einen möchte, darf bitte vorkommen. Der Achim sagt gerade, du musst doch nicht zur Bezirkspolitik kommen. Du musst niemand was. Freies Mandat, Freiheit. Du musst davon keine Ahnung haben. Aber sag mal, ihr kann man jetzt schon vorwerfen, vorwerfen, dass du hier bestochen hast. Stimmt ja, hab ich ja. Aber er darf nicht abstimmen. Ja, aber alle Leute haben gesehen, wie. Nee, nicht ihr mehr. Das kann ich nachdenken. Nicht nett sein. Dass du hier Leute mit Keksen bestehst. Ja, ich hab mir das dann auch gesagt, Kekse. Ja, aber jetzt schau mal. Solange es wohl die Land haben, wollen wir stehen die Basis nicht an, glaube ich. Ja. Denkst du noch, wenn ich ein Bier ausgebe, dann wird es so ein bisschen wieder gehen. Das ist das Schlimmste. Zu solchen billigen Methoden. Weil die Leute nur gefickt machen. Also, wir sind schockiert. Wenn jetzt so ist, muss ich Champagner wäre angebracht. Nee, Champagner ist nicht gut. Der macht immer so Schäle. Ja, wir hätten sogar noch. Du musst halt den guten Trinken machen, nicht den der 499. Da hat ein Schädel, weil er wochenlang arbeiten muss, dass die Kohle wieder geht. Was egal, was wir sollen. Ich. Ja, ist doch schön, oder? Kannst du mir den Wahl geben? Was, am Samstag sollen wir singen? Ja, ist dafür, dass auf dem nächsten Abstimmungsversammlung alle Kandidaten Bayern und das singen müssen. Ja. Ja. Voll dagegen. Ach, du meinst davon so, am Mikrofon, jeder einzeln. X-Faktor. Oh. Und dann wird der gewählt, der am schönsten singt, oder was? Das wird auch mein Wahl. Objektives Kriterium. Aber er muss dann auch alle drei Strophen singen. Nicht nur die erste. Darf man auch mal. Okay, dann ist der Wahlgang beendet und wir zählen zu Wahlgang.
war, wer dabei war, das war nur seine Frage. Das sollte in die Schulbücher kommen. Könnt ihr bitte entweder reinkommen oder die Tür zu machen, weil es bringt nichts, wenn ihr... Okay. Wäre es möglich, ist die Ergebnisverkündung zu warten? Nein, es geht beim Michael nicht. Okay, wir haben ein Ergebnis. Es waren 9 akkreditierte Piraten, es wurden 9 Stimmzettel abgegeben, einer davon war leer. Es gab keine ungültigen, mit Ja haben gestimmt 7 Personen und mit Nein hat gestimmt 1 Person. Damit hat Marion die Mehrheit erreicht, die notwendig ist. Noch Fragen? Bestehen Einwände gegen die Wahl? Will irgendjemand Einspruch einlegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit kann ich Marion ganz herzlich gratulieren zur Kandidatur für den Bezirkstag und schließe die Versammlung. Dass es bei der Bezirkstagswahl keine 5%-Hürde gibt, dass Giesing der größte Stimmbezirk ist und die Wahrscheinlichkeit, dass sie einzieht, bei den Piraten mindestens über 3% bekommen, sehr hoch ist. Also, 1300 von deinen Parteimitgliedern gefällt das. Ich muss jetzt mittlerweile die Schwangerschaft. Also, wer will noch mal?